Oh nein, eine Gardinenstange, die wackelt. Was tue ich da nur? Die sollte ich reparieren, bevor sie hinunterfällt. Natürlich! Zack! Repariert. Ich muss sie irgendwie festmachen. Oh, und wir haben ein Staubwedel. So, festmachen. Mit Uhrzeigern. Mit Messer. Mit Klebeband. Tja, keine Ahnung, wie wir die festmachen. Wir brauchen eine Kordel wahrscheinlich. Da ist noch eine Uhr. Und wir haben Zeiger. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich bin aufgeschmissen. Ich guck mal in den Chat. Reiß sie runter, reinste Bruchbude. Das Bild von Thomas ist ein Chamäleon. Da schauen wir gleich mal. Was ist denn das für ein Nugget? Eine Samtschatulle. Wenn ich ihre Arme richtig positioniere, öffnet sich die andere Abdeckung. Wie muss sie die noch gleichzeitig halten? Gleich halten? Was? Ja, 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 ja. Achso, wir brauchen vielleicht ein Bild, weil sonst... Ich kann dann ja nicht rumklicken. Okay. Das ist kein Chamäleon übrigens. Das ändert nur immer sein Bild hier gerade. Ich kann aber nichts machen, weil das sind ja diese magischen Bilder tatsächlich. Ich glaube, von diesem Thomas sind das diese magischen Bilder, die wir im letzten Grimtales-Teil besiegt haben. Ich weiß gar nicht mehr. So. Ganz kurz, ich gehe mal ganz kurz fegen. Hier. Da. Husch, husch, hinfort. Und darunter kriegen wir natürlich ein paar Schrauben und damit können wir natürlich mit dem Messer zusammen die Gardinenstange festmachen. Entschuldigung, ich stottere ein bisschen, weil ich so aufgeregt bin, dieses formidable Spiel zu spielen. So. Alle drin. Das geht doch locker. Ritt. Ritt. Und danach schmeißen wir das Taschenmesser weg. Richtig? Oh, doch nicht. Ne. Ne. Es ist... Oh, es ist die Puppe vom Schrumpelboy. Es ist die Puppe vom Schrumpelboy. Yeah, sie ist wieder da. Diesen kleinen Kerl kenne ich schon sehr lange. Manchmal vermisse ich seine lustigen Bemerkungen. Oh, wie schön. Ich mag das voll, wenn hier so Erinnerungen aus den alten Teilen mit dabei sind. Mag ich sehr gerne. Ansonsten... What the fuck? Ganz... Nee, ganz ehrlich. Also sowas kannst du deinem Kind schenken, wenn es zufällig Wall-E heißt, aber sonst nicht. Und wo ist dein Auge? Ja, ja. Oh, was ist das für eine Handbewegung? Die habe ich mal gesehen. Irgendwo. Kommt mir bekannt vor. Also natürlich von Mr. Greygrey. So. Meine mechanische Nachtigall hat eine Feder verloren. Hier. Achso, da drin fehlt die. Okay. Und wir brauchen noch ein Auge. Zwei der Samtschatullen fehlen. Was auch immer das hier darstellen soll. Ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es sieht einfach nur schräg aus. Können wir schlafen? Auch nicht. Okay. Können wir vielleicht... Hier ist alles durcheinander, alles komisch. Was ist das für ein uralter Fernseher? Hier liegen viele spitze Gegenstände. Ich lege mich gleich mal dazu. Wie kann ich sie entfernen, ohne mich zu pieksen? Du hast eine Tischkante, auf der liegen mehrere Reißzwecken. Wie kannst du die entfernen, ohne die zu pieksen? Du schiebst sie einfach vorsichtig mit der Hand runter auf deine andere Handfläche. Du Beppo. Hier, mit dem Klebe. Hier, mit dem... Yaki sagt, dass ich auf einen DVD-Player umsteigen sollte, aber ich mag meinen Videorekorder. Ja, DVD ist auch eher so 2000, ne? Weiß ich nicht. Oh, Nase. Nee, war später, glaube ich. Nicht Blu-ray, sondern DVD. Wir haben hier einen Schuh, wir haben einen Ball, wir haben eine merkwürdig aussehende Pumpe für gewisse Bereiche. Eine Luftpumpe, natürlich. Luftpumpe, ja, na klar. Tantchen, ich habe meine Luftpumpe im Studentenwohnheim vergessen. Besitzt du eine, die ich mir ausleihen darf? Yaki. Ja, kauf dir doch eine neue. Der Brief ist teurer als eine Luftpumpe. Yakis Anspitzer sind laut, aber sehr effektiv. Haben wir irgendwas zum Anspitzen? Nein. Da liegt noch ein Apfel. Oh, da lag noch ein Apfel. Wir können hier offenbar nichts machen.
Ah, hier unten ist auch nichts. Hauptsache, wir haben die Luftpumpe mitgenommen. Da können wir vielleicht lustige Handbewegungen mit der Puppe machen. Oh. Oh, was ist das denn? Ja, jetzt nimm noch. Was ist das? Ein Geigenbogen, na klar. Würde ich auch mitnehmen, wenn ich einen Mord aufkläre, würde ich immer einen Geigenbogen. Guck mal hier die Bilder aus anderen Teilen. Die hat Jacki von Luisa zu ihrem 10. Geburtstag bekommen. Sie enthält ein Geheimfach. Wir brauchen also noch ein Pferdchen. Hier, ein blaues. Sie hat zufällig noch ein Foto von dem blauen Pferdchen. Sie hat hier das kleine Karussell. Und neben dem Karussell hat sie noch ein Foto von dem Karussell. Damit sie auch genau weiß, aha, das ist das Karussell, was hier das echte Karussell ist. Und wahrscheinlich auch, weil der blaue Sattel hier zum Grün gehört. Es wird ein Minigame, wir wissen es ja schon. Das Porträt wollte ich neu rahmen. Ich sollte es wieder neu einsetzen. Wir haben gar kein Porträt. Ich weiß gar nicht, wo ich das herkriege. So, da unten sind Bilder. Hier ist ein Regal, wo wir nicht reingucken können. Hier können wir auch nichts machen. Wir brauchen eine Feder. Wir haben jetzt eine kaputte Luftpumpe und einen Geigenbogen. Einen geilen Bogen. Können wir, kann ich hier irgendwas machen? Nee, ne? Ein Griff und im Schlauch ist ein Loch. Autsch. Hier war nichts. Da brauchen wir noch ein zweites Seidenkästchen. Können wir da vielleicht unten an die Schublade? Nein. Okay, was können wir denn noch machen? Wir haben... Das passt da nicht rein? Nee. Meine Kreditkarte sollte im Tresor liegen. Wie Kreditkarte? Seine Kreditkarte? Was? Muss ich da meine Kreditkartendaten eingeben, damit ich an den Film komme? Das ist natürlich ein gutes Geschäftskonzept. Ein sehr gutes Geschäftskonzept. Ich glaube, hier unten können wir momentan nichts machen. Wir kommen auch nicht durch den Boden. Wir können vielleicht mal der Puppe... Hallo? Hat die nicht was gespielt? Kriegt die vielleicht... Ach, die hat die Geige. Genau, das war's. Ich wusste, ich habe was vergessen. Wer baut denn sowas? Die schmeißen den Geigenbogen weg und wir kriegen eine Pfeile dafür. Geile Pfeile. Hier brauchen wir noch ein Dingens, da brauchen wir noch ein Auge. Strange. Oh, ich sehe gerade hier. Geigenbogen, Puppe, Puppe, Geigenbogen. Das Auge vom Hirsch würde ich gerne rauslösen und der Puppe geben, aber ob das klappt, glaube ich nicht. Eine Pfeile. Müssen wir irgendwas auffeilen? Müssen wir irgendwas anspitzen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ist umgefallen. Die Glasscherben kriegen wir auch nicht, ne? Nee. Ich würde sagen, mach die ummantel die mit Klebeband, dann hast du irgendwie eine schöne Mordwaffe und sowas. Aber leider... Das haben wir offen. Die Katze haben wir bereits beglückt. Da brauchen wir irgendwas, vielleicht so? Nee. Oh, da war gerade ein Totenkopf in der Kugel. Hier hätten wir noch irgendwas. Können wir da vielleicht mit der Pfeile durch? Ah. Seidenkästchen. Eine neue Fahrertasche. Kann man da vielleicht mit dem Messer durch? Na. Wie? Neue Fahrertasche. Heißt doch, wir müssen die aufschneiden, oder nicht? Mhm. Naja, gut. Ich lasse es erstmal. Wir haben ja nur ein Messer. So, pass auf. Wir haben noch das zweite Seidenkästchen. Dann gucke ich mal gerne. Hallo? Ah, ich darf nicht die Treppe hochgehen. Ich muss immer erstmal die Treppe hochgehen. Natürlich. Dann gehe ich mal ganz kurz nochmal zu dem Seidenkästchen. Apparillo. Wait. Ja. Ah, okay. Ich wollte jetzt mal ohne Lösung spielen. Also ohne hier, ohne Info.
gehe. Ist, was? Diamant mal eins? Was? Ich wollte ohne Hilfe spielen und dann... Was? Ist das... Okay, na gut, dann wollen wir mal. Easy going. So, hier Rinder. Was muss ich... Muss ich nur das machen oder worum geht's? Diamant mal eins. Ich gucke hier mal nochmal rein. Lege in der ersten Runde die Ohrringbahn, du kannst nur zwei Samtschulen. Bewege in der zweiten Runde den Diamanten nach unten, indem du drei oder mehr Juwelen. Achso, den Diamanten nach. Ach so. Da kann ich ja nicht, dass ich hier alles umsonst mache. Mhm. Wir brauchen die blauen da unten. So. Und jetzt brauchen wir noch rote da unten. Zack. Oder wir machen. Den nach unten. Dazu brauche ich den aber da. Und vor allen Dingen, wir müssen wahrscheinlich mehrere bewegen. Wieso habe ich das jetzt gemacht? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich deswegen. Ich versuche irgendwie... Ah, nein. Nein, 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 nein. So rum. Nein! Der Rote ist... Ah, jetzt wird der Rote auch weg. Verdammt, habe ich nicht aufgepasst. So, den roten hätte ich gern da auf Spur. Dann könnte ich nämlich ganz einfach da hochziehen. Aber wenn ich jetzt den tausche, ist er natürlich weg. Deswegen... Doof. Na, mal schauen. Vielleicht kriege ich das auch so hin. Jetzt haben wir genug rote da. Toll. Freut mich sehr. Ah, sehr gut. Und ein Rosse. Ein Rosse. Rostentferner-Spray. Juhu, so ein Glück. Wo war jetzt nochmal, wo war nochmal da ganz kurz? Der war hier irgendwo, ne? Genau. Rostentferner-Spray. Und alles ist wieder wie neu. Ich find's schön, dass das Holz auch verrostet war. Gerade Holz setzt ja sehr viel Rost an, wie man weiß. So, was? Was habe ich jetzt gemacht? Griff. Ah. Mit dem Griff machen wir natürlich... Seufz. Einen Griff zusammenbasteln. Aha. Hier, das ist so ein... Da ist so ein... Manu. Eine Seidenrose. Eine Seidenrose. Die würde ich am liebsten natürlich Seidenhemd Jens geben. Ist ein Insider, Entschuldigung. Seidenhemd Jens. Jetzt überall in Deutschland. Aber was mache ich... Entschuldigung. Was mache ich denn nur mit der? Wir haben kein Bild dafür. Hier mit der Rose. Können wir doch alles wegwischen, oder? Das geht doch. So. Ach, den... Ah, naja. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir machen das mal folgendermaßen. Das ist der Griff. Und dann machen wir den Schlauch mal so richtig. Und dann haben wir die Luftpumpe heile. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir denn mit der Luftpumpe? Irgendwo war noch ein schlaffer Reifen, aber da müssen wir nochmal unter den Holz-Dingens, ne? Hier war doch der abgeschlaffte Reifen irgendwo. Hier. Oder mit der Seidenrose, hier. Ach, das geht trotzdem, alles klar. Ah, na gut, dann gehen wir jetzt in den Keller. Diese warum diese Absperr... Ich hab keine... Warum? Ein Stromkabel. So, jetzt geht's los. Da ist ein Hammer, keine Axt. Da ist die Axt. So, wir brauchen mehrere... Ah, wir brauchen mehrere von den Dingern. Und auch mehrere Äxte. Klar, der hat mehrere Äxte einfach hier rumfliegen. Ist ja logisch. Säge... Der hat von allem zwei hier unten rumliegen. Sicher, sicher. Ist ein Survival-Bunker. So. Die Brechstange und die Brechstange und die Rolle. Hallo? Ich kann die Rolle... Jetzt kann ich die Rolle antippen. Kopfhörer. Okay, Entschuldigung, das war zu einfach. Es tut mir leid. Das könnte nützlich sein. Ein Brecheisen und wieder so eine Puderdose, die wir nicht kriegen. Zeit ist alles. Auszeichnung ansehen. Wir kriegen Auszeichnungen, Freunde. So, ein Brecheisen. Mit dem... Ah, mit dem Brecheisen kann man natürlich ganz toll jetzt hier... Warte, pass auf, pass auf, pass auf.
Klar, da liegt eine alte Brille. Ist ja logisch. Finde heraus, was sich unter den Dielen befindet, haben wir auch abgeschlossen. Neue Aufgabe. Durchsuche dein Arbeitszimmer nach Hinweisen. Wait, Howard was in my house that night. In fact, he attacked me. But why would Howard do that? Were we fighting about something? The evidence is stacking up. I don't want to admit it, but maybe I did kill that young man. Das glaube ich nicht. Ich will und kann es nicht glauben, dass wir Howard Kelly Miss Wheelock getötet haben. Ich will und kann es nicht glauben. So, guck mal, hier ist das andere Brillenglas von der größeren Brille. So, das nehme ich mit. Wir haben ein Hotte Hü. Mit dem Hotte Hü gehen wir natürlich nach oben. Der arme Harry Potter. Aber echt mal. So, das Hotte Hü zum Anspitzen haben wir, brauchen wir nichts, ne? Seidenrose könnte man anspitzen, aber was ist das denn hier überhaupt? Türschlossteil. Ach ja, das kommt ja in dieses komische Ding da draußen. Wo war nochmal das Hotte Hü? Hier oben. Murderer. Ich? Oh nein. Harry Potter im Spiegel. So, zack, blau kommt auf das. Fertig. So wird's gemacht, Freunde. Pro-Gamer bei der Arbeit. So, Entschuldigung. Ein mechanisches Auge. Bitteschön. Da geht die Herzklappe auf und wir klauen ihm das Herz. Klar, warum nicht? Boah, wie gemein. So, Türschlossteile haben wir alle und ein mechanisches Herz. Oh, die arme Puppe. Ich will auch der Puppe nicht. Das ist doch gemein. Okay, wir haben. Nicht schon wieder. Ich werde die Wahrheit herausfinden, egal wie schmerzhaft sie ist. Alter Schwede. Also, es ist schon, meine Damen und Herren. Es geht hier gruselig zu bei Grim Tales 8. Bitte schnallen Sie sich fest. Auf Ihrem Rollator. Ändere die Farben der Kacheln, sodass sie den Farblinien daneben gleichen. Wähle eine Kachel aus und drücke dann auf die Pfeiltasten, um ihre Farbe zu ändern. Um die Farbe zu bestätigen, drücke auf OK. Hä? Achso. Achso, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Ich verstehe noch nicht ganz. Ist das roh? Ich kann die Farben nicht hundertprozentig erkennen. Da ist nichts. Da ist keine Farbe. Die Farbe, die noch nicht da war. Mein Arbeitszimmer ist mein Heiligtum und der Ausstellungsort einiger meiner Lieblingssammlungen. Mmh. Oh, das tut gut. So. Das Arbeitszimmer, das Heiligtum. Für so ein Heiligtum ist es ja immer mächtig unaufgeräumt. Ich lege meine Bücher auch immer auf den Boden. Was manchmal stimmt. Oh. Okay. Wir haben hier ein Türschloss. Ich sollte mein Bücherregal durchsuchen, weiß aber nicht, wo der Schlüssel ist. Das Heiligtum. Das Heiligtum, einfach toll. Also, guten Schuss. Und hier fehlt natürlich ein schöner Anker. Ich hätte den Schaukasten fertig zusammensetzen sollen. Nun brauche ich den Schlüssel, der darin liegt. Ich muss den Schaukasten öffnen. Da bin ich mal gespannt, wo wir jetzt noch einen Anker herzaubern. Wahrscheinlich aus einer alten Seemannskarriere. Der war ein Geschenk der Polizeiwache, nachdem ich den Fall meines Neffen Brandon gelöst hatte. Der Stuhl hier. Eine Nähmaschine. Jacky meinte, ich sollte mir eine elektrische Nähmaschine zulegen. Aber ich mag diese hier. Sie gehörte meiner Großmutter. Oh. Ich wollte das gar nicht nehmen. Dieser Korken... Klar.
Also, natürlich. Also jeder von uns kennt das. So, läuft einfach in der Welt rum oder zu Hause am Tisch oder irgendwo und dann denkt man sich, dieser Korken wird sich noch als nützlich erweisen. Ich habe auch immer 3 Korken mit dabei. Ich verstehe es. Warum? Das ist manchmal ein bisschen, manchmal ist es ein bisschen sinnlos. Okay, wir holen uns den Korken raus. So, Flasche ist zum Glück leer. Also schön gesoffen beim Nähen, das ist immer ganz gut. Ich muss ein wenig Garn finden. Okay, wir brauchen einen Stern für die Garnkiste draußen.